Hallo und willkommen zum nächsten Map-Tutorial. Heute schnappen wir uns mal die Sibir-Map und gehen die mal komplett durch. Für diejenigen, die das erste Mal in ein solches Video von mir reinschauen, ich mache nicht nur solche Map-Tutorials, auch wenn ich schon Bro-Mods und einige andere Karten-Mods eben mit durchgearbeitet habe. Ich mache noch ein paar andere Tutorials, aber habe auch die Leidenschaft, hier auf YouTube live zu streamen, vornehmlich den Euro Truck Simulator 2. Da ist jeden Donnerstag 21 Uhr festgesetzt als Streamzeit. Donnerstagabend ist Trucks im Abend, ganz klare Sache. Und nebenbei schaue ich auch noch in verschiedene andere Strategiespiele, Simulationsspiele mit rein und streame die auch teilweise jeweils abends. Jetzt schauen wir aber wirklich in die Sibir-Map rein. Wir gehen mal ein bisschen auf den Hintergrund der Karte rein, die Anforderungen, die erfüllt werden müssen, um das Ding auch spielen zu können, den Inhalt, was da wirklich alles mit drin ist, und machen einen Kartenvergleich und schauen mal rein, was wirklich da an Kartenmaterial mit reingebracht wird. Dann, wo man die herbekommt, der Download an sich und die Installation. Wie das Ganze im Mod Manager im ETS 2 dann wirklich sortiert werden muss, dass es dann läuft, ist als Abschluss dieses Videos. Das Ganze ist jeweils in Kapitel aufgeteilt, die könnt ihr auch separat dann eben auswählen. Und alle Links und anderen Videos von mir, auf die ich hier in diesem Video Bezug nehme, sind auch in der Videobeschreibung entsprechend mit aufgeführt, mit den passenden Links dazu. Dann steigen wir mal direkt ein in den Hintergrund der Sibir-Map. Valerie und 11 weitere Tester, Mitentwickler, Grafikdesigner haben die Sibir-Map insgesamt zusammengebaut. Das älteste, was ich gefunden habe, ist die Version 0.1, wo dann eben mal von der Alpha gesprochen wurde. Das ist vor ungefähr 5 Jahren gewesen. Die Version 1.0 war jetzt irgendwie so ein bisschen aus der Art geschlagen. Das ging wirklich rein für diesen, ich sag mal, russischen Markt, zusammen mit der Rus-Map und Southern Region. Und die Sibir-Map musste damals, das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, über ein gesondertes Modul gestartet werden. Das waren auch noch wesentlich ältere Versionen von dem ETS 2. Mittlerweile gibt es die Sibir-Map in der Version 2.5.0 und die Version, der Versionswechsel zur 2.0 war so eine Art Revive und wurde zum Ende Januar 2021 durchgeführt. Und ab dem Punkt, ab der Version 2.0, war die Sibir-Map wie jeder andere Kartenmod, die man heutzutage kennt, nutzbar und war auch nach den ganz klassischen üblichen Werten gebaut, wie zum Beispiel diesen 1:19 Maßstab, ebenso ganz klassisch als Kartenmod. Die aktuelle Version ist, wie gesagt, die Version 2.5.0. Die kam am 15. Januar raus, aber definitiv wird an dem Ganzen weitergearbeitet. Unter anderem soll auch Jekaterinburg, was aktuell so die Grenze von der Karte ist und nur wirklich teilweise bislang dort implementiert ist, weiter ausgebaut werden. Und das ist eine Stadt, das ist eine Metropole mit über 1,3 Millionen Einwohnern. Und das ist Stand 2010 laut Wikipedia. Und wenn ihr mal richtig Gas geben wollt mit unverwertbaren Wissen bei irgendeiner Party oder sitzt vielleicht mal auf dem Stuhl bei Wer wird Millionär. Jekaterinburg ist übrigens die viertgrößte Stadt und das Zentrum der drittwichtigsten Region Russlands. Und in Jekaterinburg wurde übrigens 1918 die Zarenfamilie hingerichtet. Und genau an der Stelle, wo das Haus stand, in dessen Keller die Zarenfamilie hingerichtet wurde, wurde 2003 die Kathedrale auf dem Blut, so nennt sie sich, erbaut. Und auch die soll dann früher oder später eben in diesem Sibir-Map-Kartenmod, wenn man durch die Stadt fährt, eben auch ersichtlich sein. So viel zu dem Bildungsauftrag, den wir hier im Kanal haben. Zu den Anforderungen. Das schauen wir uns hier nochmal direkt konkret an. Ihr braucht alle DLCs, die von SCS für den ETS 2 erschienen sind. Die gehen wir nochmal durch. Das sind Iberia, Road to the Black Sea, Beyond the Baltic Sea, Italia, Vive la France, Scandinavia, Going East, Westbalkans noch nicht, der ist ja noch nicht erschienen. Hintergrund ist ganz einfach, dass bei diesen ganzen DLCs eben verschiedene Modelle, Grafiken, Gebäude etc. enthalten sind, die mitgenutzt werden in der Sibir-Map. Ich habe das auch schon in anderen Videos mal gesagt, ihr könnt natürlich versuchen, das Ding auch zu installieren, wenn euch der ein oder andere DLC fehlt. Es wird in der Regel nicht direkt zu einer Fehlermeldung führen, aber es kann sein, dass euch eben verschiedene Texturen, verschiedene Grafiken in dem Spiel fehlen
oder dass es, je nachdem wie eklatant der Mangel an den entsprechenden Assets ist, dass es eben dann doch nicht lauffähig ist. Es wird nur keine Fehlermeldung bei der Installation oder bei dem Starten des Mods geben. Das ist jetzt nochmal als Hintergrundinformation. Zum Inhalt der Sibir-Map. Insgesamt haben wir 42 Städte mit beinhaltet und natürlich auch das entsprechende Straßennetz außenrum. Die Besonderheit oder was man sich als gedankliche Marke mitten reinnehmen kann, ungefähr in der Mitte der Sibir-Map befindet sich der Ural oder das Uralgebirge. Das ist eine Gebirgskette, die eben von Nord nach Süd verläuft. Die ist insgesamt 2200 Kilometer lang und knapp 2000 Meter hoch. Und die unterteilt die Sibir-Map. Das ganze Straßennetz befindet sich links und rechts oder westlich und östlich des Urals. Und der Ural, dieses Gebirge, ist die westliche Grenze von Sibirien. Und so kommt das eben auch mit dem Namen zustande. Was noch besonders ist, was auch nicht jeder Kartenmod mit drin hat, an vielen Stellen sind auch Umgebungsgeräusche mit eingefügt. Das kann Vogelgezwitscher im Wald sein, das Rauschen der Flüsse, Fabrikgeräusche, Geräusche in der Stadt. Das ist so ein bisschen, wo man auf jeden Fall noch mehr Immersion, mehr Ambiente hat. Man ist einfach mehr drin. Wie vorhin schon mal gesagt, das letzte Update war am 15.01. Es wird weiter die Erweiterung der Karte fortgesetzt. Wichtig ist auch nochmal zu erwähnen, dass es in der Standardversion der Sibir-Map gibt es eine Zugverbindung, / Fährverbindung von Calais nach Jekaterinburg. Das ist jetzt wahrscheinlich noch so etwas Altes, um eben sich an dieses oder auf dieses Kartenmaterial zu begeben, wenn man keine direkte Verbindung hat. Da kommen wir aber gleich nochmal mit dazu, wenn wir uns das Kartenmaterial damit anschauen. Wenn ihr die Sibir-Map an sich installiert oder das erste Mal nutzt und habt dort keine weiteren Kartenmods mit verwendet, gibt es auch die Möglichkeit mit einem Schnellreisepunkt, das ist eine Stadt, die dann direkt freigeschaltet ist, das ist Chelyabinsk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das sind alles die russischen Städtenamen. Ganz standardmäßig ist das natürlich auch alles in Kyrill, in der anderen Schriftart. Es wird zwar mit übersetzt oder mit umgewandelt in englische Städtenamen, es gibt aber separat noch zwei Fixe bzw. zwei Zusatzmods, die ich generell empfehle. Da gehe ich auch separat bei der Load Order oder bei der Ladereihenfolge im Mod Manager nochmal mit darauf ein. Es gibt einmal für die ganzen in ursprünglich Kyrill angefertigten Kartenmods, wo es eben um die Städtenamen geht, gibt es nochmal Fixe für den Namen, sodass das Ganze auch von der Grammatik her richtig ist, dass der erste Buchstabe groß geschrieben ist. Das sind jetzt so die Kleinigkeiten, das sind dann sogenannte English City Name Mods. Und es gibt einen Mod, der eben diese Zug-Fährverbindung von Calais aus entfernt. Man muss sie nicht nutzen, aber man hat dann immer diese gestrichelte Linie, die einmal so quer durch Europa bis rüber nach Russland reingeht, was dann stellenweise, wenn man die Karte nutzt, schon mal ein bisschen nervig sein kann. Nachdem wir jetzt die ganze Theorie mal durch haben, schauen wir uns mal ganz konkret die Karte an in einem Kartenvergleich. Wir reden hier über die Sibir-Map in der Version 2.5.0 zum Eurotruck Simulator 1.46. Selbst wenn wir jetzt in der 1.47 oder in späteren Versionen des Eurotruck Simulators sind, da die Karten etwas auseinander liegen, ist die Version des ETS 2 jetzt nicht ausschlaggebend für das Ganze. Hier in der Vanilla-Karte seht ihr einmal den ETS 2, so wie er standardmäßig ist, mit allen Karten-DLCs. Um jetzt mal gerade das Gefühl zu haben, wo kommt dann die Sibir-Map ins Spiel? Hier in diesem Bereich. Das hier ist die Sibir-Map und ihr seht, dass ihr hier natürlich eine ganz große Lücke habt und von daher macht es Sinn, einmal diese Fährverbindung zu haben oder diese Zugverbindung und eben auch die Möglichkeit von der Schnellreise, wenn ihr nicht mit weiteren Kartenmods hier mittendrin arbeiten könnt. Könnt ja euch nicht rüber katapultieren. Jetzt schauen wir uns mal Folgendes an. Das ist die Vanilla-Karte. Wenn wir ein Straßennetz rüber haben möchten, wie geht das am besten? Für diejenigen, die sich hiermit noch nicht großartig auseinandergesetzt haben, die meine Videos verfolgt haben, die werden schon den Weg erkannt haben, beziehungsweise werden das in anderen Videos schon gesehen haben. Wir haben hier die Standardkarte. Was direkt nach Osten die Standardkarte erweitert, ist die Rus-Map. Die kommt jetzt hier mit dazu. Das ist dieser Bereich, auch mit diesem Ausläufer Richtung Osten. Daran angedockt haben wir hier, klein aber fein, die Wolga-Map
Und daran schließt die Sibir-Map direkt an. Das heißt, ihr könnt ihr dann wirklich von Lissabon einmal durcheiern bis hier oben in diese Ecke. Das ist dann direkt ohne, dass ihr in irgendeiner Form eine Schnellreise, eine Fähre nehmen müsst, könnt ihr einmal direkt über die Straße wirklich durchfahren. Um das Bild jetzt mal komplett abzurunden, wenn ihr, wie die meisten, die mit Kartenmods anfangen, Pro-Mods nutzt, haben wir hier das ganze Ding jetzt einmal mit Pro-Mods. Hier ist klar, aber direkt unterhalb der Sibir-Map bzw. der Volga-Map habt ihr The Great Steppe oder The Great Step, die ja jetzt auch zur Pro-Mods-Familie mit dazugehört. Da das Ganze hier in diesem Zoom-Faktor, so dass man einmal dieses Bild der Gesamtkarte haben kann, zwar ganz schön ist, aber man erkennt keine Details, gehen wir hier mal ein bisschen näher ran. Hier haben wir jetzt gerade die östliche Grenze der ETS-2, der Vanilla-Karte. Hier dran die Rus-Map mit angedockt. Der Bereich ist die Volga-Map. Hier jetzt direkt The Great Step. Und genau hier diese Lücke wird geschlossen durch die Sibir-Map. Hier oben seht ihr dann Jekaterinburg, Chelyabinsk etc. Und ungefähr hier in diesem Bereich, sag ich mal so gerade links oder westlich von Jekaterinburg, hier durch zieht sich der Ural, das Uralgebirge. Hier ist die Grenze von der Volga-Map auf die Sibir-Map hoch. Das ist ein Übergang, der mit dazukommt von der The Great Step auf die Sibir-Map. Und hier ist die Trennung, um das mal ganz klar abzugrenzen, die nördliche, der nördliche Road Connect, die Straßenverbindung von der The Great Step auf die Sibir-Map. Alles, was hier in diesem Bereich ist, das hier ist die Sibir-Map. Und es wechselt sich richtig schön ab, wenn man da mal drüber fährt. Da sind wunderschöne, weitläufige, sag mal, Autobahnstrecken. Da sind geile Ortschaften mit dabei, richtig schön designte Städte. Aber auch wirklich ländlich. Es ist auch eine schöne Tour durch das Uralgebirge mit durch. Also die Karte gibt wirklich was her. Zum Download haben wir hier auch die ähnliche Situation wie bei vielen anderen Karten. Nicht wie bei Promods, wo es ein separates Forum gibt mit separaten Download-Links und schnellen und langsamen Downloads. Es gibt einen Post im englischsprachigen SCS-Forum bzw. im Promods-Forum. Dort haben, das ist von dem Entwickler an sich, und dort ist auch ein Link, ein direkter Download-Link mit hinterlegt, wo man sich das Ganze eben runterladen kann. Dieser Link, der ist auch dann hier unten in der Videobeschreibung mit drin. Zusätzlich dazu sind dann auch in der Videobeschreibung die beiden Zusatzmods, ob ihr die verwendet, steht euch frei, mit verzeichnet. Einmal für die English City Names, wie vorhin schon mal genannt, damit das Ganze von der Übersetzung, von der Darstellung komplett einwandfrei ist. Und der sogenannte Ferry Removal, dass eben diese Fähre Zugverbindung von Calais rüber nach Russland rausgenommen wird. Von der Installation her ist es so, dass das, was ihr euch runterladet, mit Ausnahme dieser beiden Zusatzmods, das ist ein Archiv. In dem Archiv sind Dateien enthalten, die enden mit .scs. Die Archive sind in der Regel sogenannte 7-Zip-Files. Die können mit einem Entpacker, muss nicht 7-Zip, aber 7-Zip an sich ist das gebräuchlichste, entpackt werden. Link zu der Software ist auch mit in der Videobeschreibung. Und dann in euer ETS2-Verzeichnis in den Mod-Ordner. Das ETS2-Verzeichnis ist standardmäßig in dem Dokumentenordner, es sei denn, ihr habt das Ganze woanders da bewusst installiert. Innerhalb des ETS2-Verzeichnisses gibt es einen Ordner, Mod, da kommen alle Mods rein, M-O-D, kleingeschrieben. Das ist der Ordner, in dem findet ihr alle externen Mods. Die Mods, die ihr aus dem Steam Workshop runtergeladen habt, sind dort nicht mit drin. Das ist nur für die externen Mods und dort müssen alle runtergeladenen SCS-Dateien .scs als Dateiendung mit rein, sodass das Spiel im Mod-Manager dann eben diesen Mod erkennen kann und ihr den entsprechend aktivieren könnt. Und schon sind wir im ETS-2 und schauen uns das Ganze von der Ladereihenfolge im Mod-Manager an. Eins vorweg, für diejenigen, für die der Mod-Manager komplettes Neuland ist, die sowas noch nicht großartig gemacht haben oder sich nicht ganz sicher sind mit dem, was sie hier tun, es ist hier auch nochmal separat ein Tutorial von mir verlinkt,
speziell für den Mod-Manager und wo ich Mods an sich herbekomme. Da geht es auch noch mal ein bisschen über den Steam Workshop, was es dort alles gibt, wie das Ganze funktioniert, aber hauptsächlich, wie funktioniert der Mod-Manager im ETS 2. Wenn ihr euch nicht sicher seid, zieht euch dieses Tutorial auch nochmal rein, ist auch ein Kapitel unterteilt, ganz einfache Geschichte. Dann steigen wir hier jetzt erstmal ein. Wie funktioniert das Ganze, wenn ich das in der Vanilla-Version, das heißt ohne weitere Mods, spielen möchte? Das wird das erste Setup sein. Das zweite Setup ist dann das volle Programm mit Pro-Mods etc. pp., sodass ihr einmal komplett von, ich sage immer, von Lissabon einmal quer durchfahren könnt. Eingangs gesagt, und das trifft auch für das andere Setup zu, ich arbeite immer mit drei zusätzlichen Mods, die ich prinzipiell so standardmäßig immer drin habe. Das ist einmal der Zoom Crash Fix. Wenn ihr mit mehreren Kartenmods arbeitet und ihr seid in der Karte selber drin und ihr zoomt rein, kann es passieren, dass, wenn ihr wieder rauszoomt, sich das Spiel verschluckt, mal ganz umgangssprachlich gesagt, und einfach abstürzt. Es ploppt einfach weg. Der Spielstand so ist in der Regel unbeschädigt, aber es kann sein, dass das Ding einfach wegploppt. Das ist einfach softwarebedingt. Mit diesem, das ist eine ganz kleine Datei, Zoom Crash Fix, damit wird genau dieses Problem gelöst. Fragt mich nicht, was das Ding genau macht. Ich kann euch nur sagen, Problem ist, er ploppt weg. Wenn ich rauszoome, habe ich diesen Zoom Crash Fix mit drin. Kann ich raus, rein zoomen, wie ich will. Funktioniert, stürzt nicht ab. Das ist das, was ich wissen muss. Programmiertechnisch bin ich nicht so weit bewandert. Dann habe ich zusätzlich nochmal die ProMods World Map Far Zoom mit drin. Damit kann man etwas weiter rauszoomen, was vor allem angenehm ist, wenn ich eben mit mehreren Karten arbeite, sonst scrollt man sich irgendwann mal einen Wolf, wenn man da Routen plant, die größere Distanzen umfassen, oder man guckt sich ein bisschen um. Zusätzlich noch als Kartenhintergrund die ProMods High Quality Map. Das ist der Kartenhintergrund, den ihr eben in der Karteansicht dann angezeigt bekommt, und der sieht im Grunde so aus, wie ihr es eben auch in diesem Kartenvergleich gesehen habt. Stört euch nicht daran, dass hier das alles auf ProMods bezogen ist oder die Icons dann eben in ProMods-Optik sind. Das funktioniert auch hier in diesem Setup, auch wenn ihr ProMods hier nicht mitnutzt. Diese drei Mods findet ihr alle drei im Steam Workshop, sind aber auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn wir uns jetzt mal das Ganze anschauen mit der Sibir-Map an sich. Hier neben seht ihr schon die Sortierreihenfolge. Ich habe hier zwei Fixe. Einmal für die Train Connection, dass die eben entfernt wird von Calais raus. Und dann den English City Names oder den Caps Fix, dass eben die Schrift richtig dargestellt wird von den Städtenamen. Und dann eben den eigentlichen Kartenmod. Mittlerweile super angenehm, dass die Sibir Map eine Datei ist. Ein All-in-One-File. Geile Geschichte, kannst du nämlich nicht falsch sortieren. Oben drüber die beiden Fixe, darunter die Sibir-Map an sich. Der Drops ist gelutscht, Änderungen bestätigen, ab geht's. Jetzt machen wir es mal ein bisschen größer. In dem Setup mit ProMods, von der Sortierung her, ich gehe von oben einfach mal durch. Wir haben oben den ProMods Route Map Road Connect, das heißt die Straßenverbindung zwischen der ProMods-Karte und der Route Map-Karte. Weil die Route Map an für sich standardmäßig die Kartenverbindung hat zum SCS-Kartenmaterial. Wenn ihr ProMods mit drauf habt, ändert sich das Straßennetz leicht, sodass Route Map damit sich entsprechend verbinden kann, gibt es diesen Zusatzmod. Dann haben wir den Block mit Route Map, die Dev, die Map, Model und Model 2. Direkt gefolgt von einem kompletten Paket, ja, nicht komplett, aber von einem Paket ProMods, das heißt oben drüber die beiden Middle East, das Dev and Map Package und die Assets. Darunter ProMods Europe mit dem Dev Pack, Map, Models 1, Models 2, Models 3, das Media Package und die Assets. Gefolgt von der Volga Map, auch hier wieder mit dem English City Name Zusatzmod, auch von Jerry. Volga Map English City Names, Volga Map die Dev und Volga Map Model, The Great Step von ProMods, Dev and Map Package, die Assets und darunter, wie eben auch bei der SCS Standardversion in dem Setup, den Train Connect Remove, sodass eben die Fährverbindung weg ist, oder die Zugverbindung, den Caps Fix für die richtige Darstellung der Städtenamen und die Sibir Map an sich,
das All-in-One-File. Änderung bestätigen, nicht wie ich immer hier oben im Kreuz zu machen, sonst werden die Änderungen nicht übernommen. Und das Ganze starten. Für diejenigen, die so noch keine großen Erfahrungen haben, immer wenn ihr was am Kartenmaterial ändert, bekommt ihr die Anzeige, dass die Navigationsdaten im Verlauf des Ladefortschritts neu berechnet werden müssen, weil sich eben am Kartenmaterial was geändert hat. Je nach Ausmaß der Änderungen und Leistungsfähigkeit eures Systems kann das durchaus mal einige Minuten dauern. Hier nicht nervös werden. Einfach mal den Rechner arbeiten lassen. 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten kann das gut und gerne schon mal sein, aber das ist ein einmaliger Vorgang. Danach, wenn ihr im Spiel seid, im eigenen Spielmenü, gibt es in der Regel auch die Anzeige, dass alle bestehenden Aufträge ohne Strafzahlung abgebrochen wurden und das Fahrzeug, euer Truck, auf eine sichere Stelle gesetzt wurde. Das ist in der Regel eure Heimatgarage, wo eben der Truck auch offiziell geführt wird. Und ab da könnt ihr dann euch auf dem neuen Kartenmaterial bewegen. So, und schon sind wir im Spiel. Auf die Karte schauen. Hier haben wir jetzt das komplette Feuerwerk. Einmal Bromods, die Karte ist voll. Und hier habt ihr dann den Weg über Bromods, durch Russland, an Moskau vorbei, Volga-Map, bis hoch zur Sibir-Map. Unten The Great Steppe, etc. Alles soweit bekannt. Hier die Grenze. Hier über Aktöbe, die eine Grenze. Und dann hier oben bei Rudny ist dann die nächste Grenze. Dann, wenn wir mal ein bisschen näher an das Ganze dran gehen, sehen wir auch, mach hier mal den ganzen Spaß mal weg, bis auf die Städtenamen, seht ihr dann auch, dass ihr hier in diesem Streifen, wo ich vorhin gesagt habe, dass da der Ural verläuft, hier habt ihr dann, sieht man schon am Straßenverlauf, schöne Landstraßen, die dann auch einfach mal durch die Natur verlaufen. Natur pur, geile Strecke. Aber auch sonst habt ihr hier richtig was zu sehen. Richtig geile Gegend. Das war's. Habe fertig. Das war jetzt einmal die Sibir-Map. Schaut gerne mal wieder rein. Ich habe hier regelmäßig weitere Tutorials. Und wenn es neue Versionen von den Karten gibt, mache ich dann auch mal einen entsprechenden Vergleich, was sich eben geändert hat. Haut auf den Abo-Button und auch vor allem auf die Glocke. Dann seid ihr immer up to date, wenn es neue Videos von mir gibt, von den Tutorials. Und ihr seid auch herzlich willkommen, schaut mal donnerstags abends rein in einen regelmäßigen ETS2-Stream, immer ab 21 Uhr. Ansonsten bin ich auch öfter so mal außer der Reihe live. Schaut einfach rein, wir können einfach mal einen entspannten Schnack haben, über Gott und die Welt reden, über den ETS2 im Besonderen. Ihr seid immer herzlich willkommen und lasst mir auch gerne einen Kommentar da, hier beantwortet der Chef noch alles selbst. Und so kommen auch immer mal wieder neue Videoideen zustande. Also wenn ihr Fragen habt, immer mal reingehauen. Ich kann bei weitem nicht alles beantworten, aber ich fuchse mich da rein und versuche das dann zu beantworten. Bei manchen Sachen bin ich aber trotzdem mal raus, bin ja auch nur ein Mensch, ne? Viel Spaß beim Zocken, happy trucking und ich hoffe, man sieht sich mal. Ciao!